Der ist nicht weg, leider. Aber der ist ganz weit oben wieder in seinem Land. Das heißt, wir können trotzdem mit dir in den Norden gehen. Lass mich zuschlagen, Herr. Ab nach oben. Eine Armee auf jeden Fall, mit der man Städte wieder einnehmen kann. Das Ding ist, wir haben halt auch, die meisten Truppen sind halt bei uns in Siedlungen, ne? Vorne jetzt hier in Caesarea, in Adana. Da haben wir halt richtig viele Armeen drin. Wie jung bist du? 31. Brauche ich erstmal keinen General drin, denke ich. Was ist hier der Jüngste? 27, du kommst hier noch mit rein in Adana. Und dann gehst du halt nach oben einfach jetzt. So. Du bleibst hier stehen. Ajaccio und Korsika wollte ich auch noch holen, aber dafür brauche ich eine gewisse Flottenmacht. Und hier werden wir was zurückschicken. So. Weil Geld für eine Unit haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Nicht ansatzweise. Nope. Toulouse sind halt keine guten Truppen drin. Zum Verteidigen reicht's, aber nicht zum Angriff. Dijon ist ganz schnell zickig. Reims ist immer noch zickig. Staufen ist relativ nah am Feind, würde ich gern so lassen. Zain ist nächste Runde dran. Sprich, nächste Runde, ne? Wisst ihr Bescheid. Und Wien macht wieder Ärger. Und was das hier von Frankreich soll, weiß ich auch nicht. Das ist absolut, glaube ich, ein absolut kläglicher und verzweifelter Versuch. Ich freue mich darauf. Ah. Da ist eine riesige Armee von den Franzosen. Das ist vielleicht problematisch. Oh, das ist auch problematisch. Wo kommst du denn schon wieder her? Immer aus dem Nichts. Design nehmen wir ganz schnell ein für das Geld. Ernsthaft jetzt. Ich mache einmal nach Ewigkeiten automatisch, weil ich denke, das ist eine sichere Sache und ich verliere es. Okay. Dafür haben wir jetzt eine große Armee in Paris. Das dürfte für den hier vielleicht reichen. Ja, das dürfte reichen. Auch Genua, was ist hier? Im Krieg. Oh. Das sind viele, jo. Hier ist ruhig. Ich muss halt wieder was herstellen überall. Da komme ich nicht drum rum. Aber ich habe halt kein Geld. Oh, Geld. Ich brauche Geld. Fucking viel Geld brauche ich. Du gehst direkt nach oben. Zack, zack. Hier. Hilfe entschicken. Machen wir gleich den Kampf. Scheiße. Gut, darum habe ich tatsächlich weniger Sorgen, dass das hier schief läuft. Die Truppen sind gerade auch gut genug. Das passt noch. Das gefällt mir ja trotzdem nicht. Da muss immer ein Spion stehen, damit ich immer weiß, was hier abgeht. Ja. Bei Cleon sind auch so viele Truppen drin, Alter. Oh Mann, Mann, Mann. Wobei, geht eigentlich. Die können weg. Geld sparen, wo es nur geht. Lassen wir so. Zagreb könnten wir ein bisschen auflösen, tatsächlich. Hau ich weg. Und die Vollen würde ich dann auch hier reinschicken, weil hier gibt es jetzt anscheinend öfters... Oh, ernsthaft jetzt. Dann gehen halt zwei wieder zurück. Heim sind halt viele Soldaten drin, aber mit denen darf ich nichts machen. Ich kann schon wieder nichts tun. Das fuckt mich ab. 400 Mann habe ich verloren. Boah, das Spiel ist so unfair teilweise. Irgendwas habe ich da gekämpft. Die wären so easy geflohen, Alter, die ich einfach nach vorne gestellt hätte. Aber gut. Das schafft er nicht. Es sind schon schlechte Soldaten. Weißt du was? Wir sind mal richtig. Auch keine guten Soldaten. Overall, wir versuchen es. Wir machen was ganz Riskantes. Könnte spannend werden. Wien ist halt absoluter Much hier gerade. Könnte sein, dass gleich nächste Runde zivile Revolte ist, aber da kann ich jetzt nichts machen. Hier würde ich ungern was rausschicken, weil ich nicht weiß, ob die halt zu Rebellen werden. Nürnberg ist jetzt auch mittlerweile voller. Nächste Runde. Das war nicht so gut. Gut, dass das jetzt hier passiert, dass ich angegriffen werde bei Prag, war klar. Aber nicht von der Kreuzzugsarmee. Vielleicht kommt die nach denen hier. So, drei Truppen. Die da unten, scheiß drauf. Uns von Augsburg. Alter, wir haben ja richtig viele Generäle, wa? Mit einer ordentlichen Aufstellung kriegen wir den ganz schnell weg und auch die Katapulte. Dafür müssen wir aber frontal mit der Kavallerie rauflaufen. Und hier ebenfalls. Wobei wir bei der zweiten Armee auch hier unsere Infanterie benutzen können. Und wenn wir das jetzt hier schaffen, die Schlacht, dann kommt wahrscheinlich der Kreuzzugstyp. Würde mich nicht wundern. Aber das sah danach aus, als ob er sehr, sehr viele Pilger hätte. Und Pilgereinheiten sind wahnsinnig schlecht. Die füllen halt die Armee auf, so ist es nicht. Aber sie sind wahnsinnig schlecht.
Würde ich niemals tatsächlich herstellen, einfach nur in absoluter Not. So, die Verstärkung kommt direkt. Kommt direkt raus. Wer war hier drin? Der mit den Katapulten, ne? Ja. Okay. Ja, okay. Ihr sammelt euch hier. Dann ist es auch noch so nebelig, ey, shitte. Und ihr werdet bitte eine Armee. Euch stelle ich auch schon mal auf. Jetzt muss ich mal selber schauen, wo kommt die andere, die Armee, wo ich die Infanterie benutzen wollte. Das ist nicht der, das ist die hier dann. Okay, die brauchen aber ein bisschen länger. Und ich stehe hier, die kommt von dort. Ich sehe ganz schlecht, Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Ihr könnt euch trotzdem schon mal aufstellen, und zwar so. Und ihr könnt euch dann hier hin schon mal wie und die dann hinten abfangen, die ihr kleine Armee, die da kommt. Haben wir für jeden eine Aufgabe. Für jede Truppe. Okay. Dann kommt mal her. Bin ready für euch. Wir wissen alle, dass das mega crazy jetzt hier wird. Dennoch werde ich hier ein paar abkapseln und hier außen rum schicken. Ich denke, dass das klug ist. Okay, die schießen nicht. Das soll mir recht sein. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg. Auf den General. Wir sind gesetzt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Der feindliche General ist tot. Wir haben den Idioten wichtig. Jetzt schön hinterher. Ja, das Ding ist, dieses Tor ist halt jetzt zu, ne? Wir müssen es... Oh, scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Ich sehe es gerade. Ich habe jetzt irgendwie wieder alle ausgewählt. Wie das passiert ist, ja, frag mich nicht. Ich habe keinen Plan. Ah, ist das nervig. Ja, komm. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Die anderen sind... Oder sind die schon da? Ganz ehrlich, auf da. Holen wir uns die mal ganz fix hier. Wir haben nur noch die Hälfte. Sehr gut. Streitmacht ist übrig. Nimmt ihr euch alle mit. Sehr gut. Nächster General weg oder Hauptmann. Das Ding ist, jetzt haben wir folgendes Dilemma. Die sind alle dahinter. Na gut, wir haben noch Ramböcke, so ist es nicht. Bitte ein bisschen rennen. Ihr wollt ja nicht draufgehen, bitte. Ah. Da schießt auch schon was ganz ordentlich. Und euch muss ich einmal neu formieren. Ihr seid ja kaum noch welche, ey. Scheißen Dreck. Die kommen ja immer wieder rausgelaufen und nerven, ne? Welch mit euch? Wir müssen halt versuchen, immer jedes Mal jetzt alle eigentlich mitzunehmen, damit da Ruhe ist. Es ist unklug, den Tag vor also, weißt du, jetzt alles mitnehmen. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht. Können wir rein? Einen würdigen Sieg. Wir können rein. Die Mauern sind nicht rein, ja. Wir müssen die mitnehmen. Die kommen vor allem auch hier alle unten. Oh, scheiße, Dreck. Das war ja wieder so typisch. Der Klassiker. Das muss hier wesentlich schneller gehen, Leute. Boah, halt deren General auch jetzt. Sehr geil. Alter Junge. Ich sage, es ist passiert. Wie wunderbar ist denn das? Jetzt werden seine Männer den Mut verlieren. Rein da. Wir müssen jetzt unbedingt rein den Pressure erhöhen da. Ding ist, hier wird geballert. Wie, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Das ist das Problem. Brauchen wir diese Katapulte. Die Katapulte dürfen nicht schießen. Es fliegen gerade wahnsinnig viele. Das ist nicht gut. Die Schlacht steht zu unserem Rauf. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben. Auch steht da ist immer wahnsinniger Schmutz. Ja, Generäle werden draufgehen, da kann ich nichts machen. Wir folgen das hier lang.
Hier lang, hier lang. Wir müssen versuchen, ein bisschen taktisch jetzt hier zu werden, sonst ist das vielleicht unsere letzte Runde hier. Ja, das werden die wohl schaffen, dann wenn nicht, dann ist das halt so. So, ihr seid hier hinten. Das muss jetzt ein bisschen schneller gehen, tatsächlich. Zack, zack, zack. Alter, da stehen auch wahnsinnig viele gefühlt. So, wo, hier ist diese Armee, okay. Auf, hier ist nur die Leibwache des Generals. Ruf. Die werden sich alle zurückziehen, wenn ich hier in der Mitte bin. Hier auf dem Platz bin. Das könnte vielleicht jetzt... das könnte für meinen General jetzt ziemlich schwierig werden. Auch generell für meinen König. Geh direkt rauf hier. Rauf, 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 rauf. Da ist der erste General weg. Genau, mein König muss weg, bevor es hier zu spät ist. Raus, 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 raus. Okay, sind raus. Elf kurz mit. Ah, scheiße. Der darf halt nicht drauf gehen, ne? Ja, dann generell scheiß drauf, Junge. Junge, kommt doch mal richtig rauf hier. Die meisten kämpfen von euch doch gar nicht. Ja, das sind halt 51 Männer, die eigentlich noch da oben rumstehen und nichts tun, ne? Rauf da. Wenigstens auf die Armbrust schützen. Sehr gut, dann nimmt's alle mit. Könnt ihr auch raufgehen. Und wie ist das hier jetzt? Ein Tribok ist das, ne? Hinkommen. Die treffen auch irgendwie nicht, ne? Möchte ich auch nochmal dazu sagen. Viel Wasser ist das nicht. Easy. Ein Mann ist gestorben, das ist okay. Alter, das war trotzdem relativ knapp, ey. Fuck it, ey. Ja, leider ausradieren. Ist einfach die sichere Sache, weil Wien zum Beispiel haben wir nicht ausradieren und die machen die ganze Zeit Ärger. Ich kann da kaum Soldaten rausnehmen. Obwohl das eigentlich wichtig wäre. Deswegen ausradieren, auch wenn wir halt nur die Hälfte des Moneys bekommen, aber das ist okay. Und das Geld ist auch sofort wieder futsch, ey. Wie ärgerlich. Aha. Ach stimmt, da war was. Okay, er greift unsere größere Armee zuerst, aber nicht unseren General. Hier haben wir relativ viel Kavallerie. Was haben wir denn da drin? Relativ viel Müll. Sehr viel Fernkampf. Das heißt, wir müssen eigentlich mit einer... Also wir müssen schon mit einer großen, langen Front einmal raufknallen. Und danach versuchen, den General wegzumachen. Na, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber... Ungefähr muss es laufen. Oder wir versuchen wieder außenrum, links und rechts zu kommen, ne, wie immer. Und den General trotzdem irgendwie versuchen, relativ schnell auszuschalten. Aber wir dürfen wieder nicht aufstellen. Ach, stimmt, die kommen ja auch direkt. Und meine Verstärkung ist wo? Direkt hinter denen. Und weißt du was? Ah, wobei, ich darf die steuern direkt. Okay, die kommen direkt an. Die haben hier wahnsinnig viele Fernkämpfer. Das heißt, die werden direkt hier auf meine Männer schießen. Mit anderen Worten, ich muss direkt hier raus. Ah. Das heißt, es wird ein wahnsinnig blutiges Spiel. Den General muss ich auch rausholen, aber den tue ich jetzt erstmal hier hin. Oh, ich nehme mich natürlich auch direkt mit. Aber weißt du, ihr geht aber bitte frontal hier rein. Und euch nehme ich auch mit. Wobei, die kommen von der Seite, dann weißt du was. Rennt ihr mal bitte hier auf die Seite und schießt hier die Truppen ab. Okay. Ihr habt eine Aufgabe. Übrigens, dafür müssen die aber jetzt auch schnell kommen. Schnell, 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 schnell. Scheiß sonst erstmal auf die da. Das ist egal. Wichtig ist erstmal den Hauptklos wegzumachen. Da ist unser General direkt drin, ne? Immer dieses Negative, Alter. Da ist der General. Oh, wir brauchen den, wir brauchen den. Komm schon, wo ist er? Da ist er. Du bist leider noch nicht viel. Geht aber gerade durch sehr viele Männer von mir durch. Das war wahnsinnig dumm von dem. Okay, I take it aber. Sehr gut. Das war wichtig. Und jetzt fliehen sie alle.
Ja, dann holt sie euch mal. Sehr nice. Fliehen die aber immer noch? Sieht so aus, als ob sie fliehen. Hinterher. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. So, und auf mal 6 natürlich. Da gibt es noch wahnsinnig viele Männer zu holen. Komm schon. Wir können so viele Männer mitnehmen. Okay, was das hier soll, weiß jetzt auch keiner. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Auch der ist weg. Auf den nächsten. Der ist auch weg. Und auf den letzten. Sehr gut. Und irgendjemand will noch kämpfen hier. Zack. Ist der letzte? Ja. 186 Mann verloren. Lecker. Damit haben wir Bran sehr gut verteidigt. Ja, Bukarest. Gut, da kommt die Armee gleich wieder runtergelaufen. Da hat er auch keine Chance. War der, den wir vertrieben haben, glaube ich. Sehr schön. Und wir haben sogar 6000 Gulden. Das ist etwas, mit dem ich was anfangen kann. Wir stellen direkt was her. Das ist wichtig. Dann stellen wir noch mal ein bisschen mehr her. Zagreb, alles klar. So, ein paar Truppen lassen wir zurück. Da wird er gleich hergestellt. Oder können sie mit einem von euch was anfangen? Perfekt. Dann können wir jetzt nochmal Sain versuchen. Ich denke, diesmal wird das auch was. Und so machen wir echt Zeit halt, wenn es sein muss. Okay. Wien macht jetzt keinen Aufstand mehr, aber wir sind immer noch pissig. Aufladen erstmal. Hier Truppen herstellen. Ah, Florenz ist jetzt auch noch von der Partie oder was, ey. Die haben gesehen, dass jetzt alle Städte hier Armeen dazu bekommen haben, Alter, und jetzt wollen die auch. Und das sind. Ah, das sind. Das hier Söldner, sage ich hier, Rebellen geworden auch noch. Mann. Ruhe bitte. Und jetzt haben wir schon wieder kein Geld, um irgendwas weiterzumachen, ey. Immer Geld ausgeben, damit das Reich irgendwie floriert, sag ich mal. So. Ja, das ist halt der Rest, ne? Wir haben nur einmal Kavallerie. Was haben wir da drin? Ist gerade unwichtig. Dann machen wir folgendermaßen. Um das ein bisschen, ich sag mal, eindeutiger zu machen, den Sieg. Zack. Und da versuchen wir den jetzt mal auszuschalten. Immer ganz schnell ein Schlückchen nebenbei hier. So. Positionierung starten. Die extra Kavallerie wäre auf jeden Fall wichtig. Und auch hier werden wir das in zwei Armeen aufteilen, einfach weil sich das, weil das Sinn ergibt, finde ich. Und zack, rein da. Auf Verstärkung warten. Warten wir auf Verstärkung. Ja, ich nicht, ne? Geht erstmal darauf. Geht hier lang. Und die drei, meinetwegen direkt. Ja, kann ein bisschen mehr zentrierter. Zack. Und die beiden holen wir natürlich auch sofort. Ihr seid die 4. Den könnt ihr jetzt auch erstmal direkt herlaufen. So. Und ganz ehrlich, ich laufe nicht wie ein Irrer da hinterher jetzt. Deswegen werde ich meine Nahkampfkavallerie erstmal benutzen, um hier meinetwegen ein bisschen anzugreifen. Also, da laufe ich nicht hinterher wie ein Trottel. So. Ups, falsche Taste. Sehr gut. Da ist er weg. Sehr schön. Das war auch ein bisschen ein komischer Versuch, möchte ich sagen, ey. Sehr schön, 102 Mann verloren. Gut, man kann ja versuchen, Bukarest einzunehmen, ne? Sehr schön, und du gehst erstmal wieder rein. Und euch... Oh, hallo! Meine Freunde, wer seid ihr denn hier? 97 Münzen. Gucken wir uns mal gerade kurz an, angreifen und so. Am schlechteren Ansturmbonus. Dafür bessere Verteidigung. Können Keil bilden, guter Kampfkreis, gute Ausdauer. Haben ein bisschen mehr da stehen. Beide sind, haben, glaube ich, ihre Vorzüge, sage ich mal. Alter, ich würde die ja gerne jetzt en masse herstellen, aber ich muss jetzt erstmal fortbilden. So, hier wird hergestellt in. Hier wird fortgebildet.
Und Backen müssen wir. Da müssten wir eigentlich ein bisschen was herstellen, aber wir können gerade nicht mehr machen. Weil der ist. Die beiden sind da ganz allein. Mein König ist da drin, ne? Ja, okay, fuck. Es sind zwar vielleicht hauptsächlich vielleicht nur Pilger oder sowas, aber es sind wahrscheinlich schwierig zu besiegen, ne? Deswegen werde ich dich leider mal abschicken davon. Und hier werde ich jetzt Folgendes machen. Aber die werden einfach nicht zu Rebellen jetzt, sondern würde ich die gerne zusammenführen. Vielleicht würde ich dann hiervon noch was nehmen und dann könnten die zusammen Nürnberg angreifen. Weil genau, mein Chef ist momentan 42 Jahre alt. Das ist noch relativ jung für einen Anführer. Und ansonsten haben wir nichts zu tun, ne? Sieht recht ruhig aus. Okay. Die schicke ich meinetwegen. Moment mal. Moment mal. Was habt ihr beiden vor? Ist, die haben eigentlich. Die Mongolei hat. Sehr gut, dass ich meinen König rausgeschickt habe. Und das ist nicht so gut. Es ist natürlich geil, dass ich. Was, nee, warte mal. Von den Mongolen würde es jetzt keinen Sinn ergeben, wenn sie mich jetzt da unten angreifen. Die haben da genug Feinde. Ludwig van Essen. Ja, gut. So, ich schaffe das so oder so nicht. Oh, sehr gut. Ich konnte fliehen. Budapest ist ruhig. Sehr gut. Wien macht keinen Aufstand, aber ist rot. Machen. Okay, sollen die beiden machen, aber dann sind sie halt direkt an mir dran jetzt, ne? Ich habe ja, glaube ich, jetzt vor letzte Folge gesagt noch, Alter, ganz großspurig. Ja, ich habe ja hier die Polen und Ägypten noch zwischen mir und denen, ne? Ja, ich glaube, das habe ich gleich nicht mehr. Brauche noch einen neuen Spion, am besten sogar zwei. An Meuchelmördern machen wir auch, warum nicht? Alles her, alles muss her. Bam. Hier oben müssen wir, glaube ich, gar nicht so krass verteidigen wie da unten. Die beiden. Vor allem Adana wird halt Ort von tausenden Kämpfen wahrscheinlich werden. Aber wir haben da gute Armee drin, würde ich sagen. Jo, hier ist ein bisschen Wasser, juckt. Ja, natürlich ist der Übungsplatz beschädigt, man kennt es. So. Kann ich euch hier noch irgendwas Gutes tun? Ich kann aber teures Ratskammer, 1200 kann man mal machen. Das schaffe ich nicht. Prag werde ich nicht halten können. Aber das ist okay. Ach, verzieh dich doch. Sein müsste eine sichere Sache sein. Ja, wir machen echt Zeit. Also das ist mir sonst, wenn ich das wieder verliere, da kriege ich die Krise. Warte, wie viele Ramböcke habe ich? 4 Stück, das reicht. Wenn ich das jetzt nochmal verlieren sollte, wegen so einem Blödsinn, Alter, kriege ich echt die Krise. Hier, werden mit, hier auf dieser Armee werden wir mit unserem... Ich hätte fast drauf geklickt. Werden wir mit unserer Kavallerie rauflaufen, weil das reicht dann. Und dann ist es nur noch der General selber in der Festung. Dann haben wir nämlich da auch erstmal Ruhe. Und unser nächster unser nächstes Bollwerk. Sehr gut. Ups. Und weil er da drin halt einfach nur eine Armee ist und es ist halt einfach nur Kavallerie, können wir halt eigentlich mit denen hier das ganz alleine machen lassen. Also die werden das ganz easy machen können. Ohne weitere Hilfe. Das, die kümmern sich komplett um die Verstärkung. Und wo auch immer die kommen mag. Der Feind bringt Verstärkung. Wobei ich wahrscheinlich hier... Weißt du was, die beiden Generäle lasse ich hier. Man weiß nie. So. Ein bisschen was hier zu lassen ist wahrscheinlich nicht doof. Also halber Befehl wurde wieder angenommen. Nice one. So. Und die rennen jetzt erstmal eine ganze Weile. General befindet sich auch direkt hier mit 61 Mann, Alter. Das ist eine Ansage. Ganz gut glaube ich, dass die beiden mit dabei sind. Sehr gut. Ding ist auf jeden Fall auf. Die Nuss ist geknackt. Dann lassen wir direkt mal rein hier. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt sowieso fliehen, ne? Also das heißt, da brauchen wir jetzt noch nicht, genau, ihm jetzt hinterherlaufen. Wir werden jetzt alle einmal nehmen und werden einmal zur Richtung nächstes Tor laufen. Kommt ihr alle jetzt mit? Dankeschön. Okay, die sind da. Ich hab... Okay, wow. Gut, dass ich nochmal rechtzeitig geguckt habe. Sehr gut. Gute Abfangarmee hier. So will ich es haben. Und damit haben wir auch alle Männer hier. Ja, scheiß auf die Paar da. Und ihr kommt auch bitte her.
Ihr könnt alle hinterher. Das ist wieder so ein... Ach, Leute. Hä, warum könnt ihr euch denn nicht bewegen? Das ergibt gar keinen Sinn. Bin hier mit euch. Alle hier eine Extra-Einladung wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, komm, du kannst hier ein bisschen aufräumen. Hol euch den einen da noch. Komm, zack. Weg mit dem. Und weg mit denen hier. Ja, soll mir recht sein, Rainer, mit euch. So. Und letztes Ding einmal aufmachen, bitte. Und ihr mal, lasst mal bitte euren Stuff hier los. Wow, ich habe einmal zu viel losgelassen, der Klassiker. Mann, Mann, Mann. Zack, zack. Und einmal wieder herkommen. Sehr nice. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. Dann wollen wir mal. Ja, ihr seid wahnsinnig am Arsch. Ich hoffe, ihr wisst das, ey. Ich werde euch jetzt schön umringen, bevor ich euch angreife. Zayn, willkommen in meinem Reich. Sage ich jetzt schon mal ganz, ganz großspurig hier. Einmal bitte ordentlich aufstellen. Auch hier mal wieder aufstellen. Die Generäle müssen da jetzt ja nicht dran zerschellt werden eigentlich, ne? Man ist schön eklig hier. So, und einmal hier bitte. Ausgezeichnet. Ihr seid so am Sack, Alter. So, machen wir jetzt folgendes. Zack. Ach ja. Du bist sowas von am Sack. Ich hoffe, du weißt das. Aber ich glaube, er weiß es. Sehr, sehr schön. Aber er wehrt sich wenigstens noch. Und von den 61 Männern... Okay. Das war der König sogar. Hallöchen. Schmeckt, Alter. Ja, das können wir vorspulen einmal. Ah, aber halten lange durch. Von 61 Mann dauert das echt lange, jetzt hier die Runde zu hauen. Ja, meine, die könnt ihr alle rein. Jetzt ist mir auch wurscht hier. So, aber halten lange durch. Sehr schön. Und damit haben wir Zayn, ein neues Bollwerk. Das freut mich. Ja, seitdem die Franzosen mich angegriffen haben, läuft es nicht besonders gut für die. Hätten sie wohl lassen sollen. Und 10.000 kriegen wir, Alter. Mmh, oh, Alter. Ihr ahnt nicht, wie mir das gerade schmeckt hier. Oh, endlich wieder Geld. Oh, direkt ausgeben. Okay, wir brauchen hier unbedingt mehr Männer. An der Grenze zum Heiligen Römischen Reich, weil die sind echt noch hart am Nerven. Ich stelle mir davon ein bisschen was herkommen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Auch hier werden wir ein paar davon herstellen. Just because we can. Hier werden wir das Ding auch mal voll machen jetzt mit Kavallerie. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja gut, der Papsttyp, der steht hier schon eine ganze Weile und macht nichts. Dann hoffe ich mal, dass es erstmal so bleibt. Und von hier aus rennen wir dann nach Angers und nach Rennes. Aber natürlich nur mit einer gewissen Armee. Das heißt, wir warten, bis wir wieder herstellen können da. Und Toulouse können wir uns auch mal ein bisschen aufwerten, sage ich mal. Wobei der Typ auch ziemlich am Sack ist, aber auch da können wir trotzdem Kavallerie herstellen. Marseille ist recht voll, aber da können wir noch so lassen. Wobei, warte mal. Ja. Du könntest damit hin jetzt. Die Grenze da mal ein bisschen schützen. Rom macht vielleicht Ärger, oder was? Hier liegt an zu wenig Truppen. Nehmen wir meinetwegen Nummer 2 her. Soll mal recht sein. Hier stellen wir noch was her. Ja, ja, bla bla, macht das Reiche spüren und so, du mich auch. Dann würde ich sagen, nächste Runde, ne? So viel mehr gibt. Ja, dich kann ich noch bewegen, zack. Du könntest nach Prag hochlaufen, aber ich glaube, bis dahin hat er sowieso angegriffen. Alles klar. Vor allen Dingen nochmal, bevor wir jetzt den Kampf da starten. Die Mailänder stehen hier auch immer noch und die greifen nicht an. Nichts hier, Alter. Myrna hätten sie, glaube ich, schon öfters holen können. Wären, hätten sie sich zusammengeschlossen und wären hier sneaky runtergelaufen. Aber gut, no comment. So, Fritz von Tirol. Das ist eine Armee, die ist schon knackiger und wir werden natürlich jetzt versuchen zu verteidigen. Aber die hier. Wahnsinnig schlecht, aber ich wusste tatsächlich nicht mal, dass es sogar welche mit Schild gibt. Das ist mir neu. Lagerlanden. Aber sie sind halt wahnsinnig schwach.
Wobei hier, Angreifen 2, die sind halt die Schwachen. Die sind doch gar nicht so schwach tatsächlich von dem Angriff. Aber die kannte ich auch nicht. Okay, crazy. Könnte krass werden. Wir haben nicht mal mehr die Hälfte von dem, was die haben. Also die haben viel, viel mehr Truppen. Die greifen uns an, wir haben eine Großstadt. Sprich, wir haben nur eine einzige Mauer, die wir verteidigen müssen. Lustig wird's. Ich hoffe wenigstens, dass die Türen auch zu sind und nicht recht das Tor einfach easy wieder aufgeht, wie denn so oft. Wobei ich sag so, wie es ist. Die haben wahrscheinlich tausende Belagerungsgeräte dabei. Weil sie, ne, sie haben ja tausend Fußtruppen. Lass mal schauen. Ja, die werden sowieso an die Mauern kommen. Dann wollen wir mal. Der General wird bis zum Ende nicht angreifen, außer es wird wirklich haarig, weil ich mich natürlich den nicht verlieren. Ist mir echt shit egal. Stell ich hier hin. Zack. Stelle ich hier hin. Bin irgendwie froh, dass ich meinen König noch gerettet habe, weil ich glaube, sonst wäre das hier eine absolute Schlachtbank für den gewesen. Okay, das wird ein richtiges Schlachtfest hier gleich. Ey, und nicht auf positive Weise. Also nicht positiv für mich. Wir wechseln mal ein bisschen hier. Machen wir sonst gut da auf diese Seite. Und auf diese Seite. Das ist unsere... Das ist die Armee, die hier das auffällt, was durch das Tor kommt. Alter, das ist ja nichts. Was wir noch machen können, ist hier Ansturm von der Kavallerie so leicht. Oder ein bisschen Unterstützung von der Kavallerie. Na komm. Als ob du da dich nicht hinstellen kannst, wollte gerade sagen. Und die fassen wir meinetwegen in der kläglichen Form noch heran. Alter. Ihr seht, wir haben nichts mehr. Die brauche ich auch nicht gruppieren. Das sind so wenig Männer. Und ich glaube, wir müssen den König auch direkt gleich mit reinschicken. Ich glaube sonst, wir müssen alles direkt aufwarten, was wir haben. Selbst die Mauern können wir nicht verteidigen. Wenn sie durch auf die Mauern kommen, eigentlich keine Chance. Na dann. Ich möchte mir die aber kurz mal ansehen. Die mit Schild. Katapult hatten die nicht, ne? Nee. Aber die mit den Schildern, die kenne ich halt echt nicht. Sind das die hier? Nee. Hä? Da sind sie alle. Nur weil die so ein kleines Schildchen haben, sind die plötzlich krasser? Und weil die so eine komische Axt haben, alles klar. Na gut. Ah doch, die haben doch Ballisten, die habe ich nicht gesehen. Das machen wir meines Erachtens noch nicht so viel Schaden. Genau, machen wir bitte das Ding da weg. Muss ja nicht sein, dass die hier ballern. Guck mal, genau. Schön, die müssen jetzt nur mal schön nachbemannen. Okay, die können sogar schießen. Aber nicht, ja, nicht wirklich. Easy. Und schon können sie nichts mehr machen. Das Ding brennt auch schon. Perfekt. Ja, leider kann ich Leiter nicht anzünden. Okay, die kommen da zu den Mauern hin. Das heißt, da brauche ich Unterstützung. Der feindliche Belagerungsturm ist nur noch ein Haufen Holz. Doch Vorsicht! Sie könnten... Hallo, ich habe euch gesagt, dass ihr hingehen sollt. Warum hört denn hier keiner auf mich? Haben unsere Mauern erreicht. Zeit, Heilige, schützt uns. Macht mal. Der Feind rammt die Tore ein. Oh, das wird nicht lustig. Ihr könnt gerne alle nacheinander kommen, ne? Erstmal eins zur Zeit, bitte, ja? Lass erstmal eine Armee reinlaufen, die zerstöre ich dann und dann kannst du die nächste reinchecken. So können wir das gerne handhaben. So, die kommen nur noch hier auf die Mauer rauf. Das dürfte aber, denke ich, mit denen hier kein Problem sein. Ja, dürfte kein Problem sein. Let's go. Und jetzt, wir müssen rauf direkt hier. So, bevor du mal unsere Männer abschießt, bitte hinten feuern. Bringt gar nichts, wenn du unsere Männer wieder abfeuerst. Doch eine Niederlage scheint fast sicher. Na, helft mal sonst hier oben mit. Ihr schießt mir wieder meine eigenen Männer ab. Ich sehe es da jetzt schon. Ihr wisst, ne, ihr werdet alle sterben hier. Wir müssen kämpfen bis auf den letzten Mann hier. Komm schon. Oh, wie viele das sind. Wo ist der General? Da ist er. In seiner goldenen Scheißrüstung, Alter. Wir brauchen halt seinen blöden General. Formation. Da ist er doch, da ist er doch. Guck mal hier. Holt ihn euch. Er war noch nie wichtiger. Oh. Lol, der ist ja nicht mehr mit in der Armee drin. Ihr könnt ihn euch snacken. Scheiße. Die Pilger haben tatsächlich gewonnen. Auf der Mauer, aber es sind nicht viele gewesen. Der General, der geht's, dem geht's doch schon gar nicht mehr so gut, Leute. Komm schon. Schießt du oben ab, soll mir recht sein. Komm schon, Alter, der
Der steht da schon. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, bitte, 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 bitte. Lass es die Wände sein, die wir brauchen. Die ersten fliehen, die ersten fliehen. Oh, oh. Oh, gib mir das, was ich haben will. Ja. Oh, oh, oh. Wir gewinnen das. Ich glaube es nicht. So einen eindeutigen Lose. Alter, wie wahnsinnig lecker das ist. Jetzt aber keine Scheiße bauen, Leute. Wir haben gerade einen richtig guten Vorteil uns erhaschen können. Schieß alles ab, was nochmal kommt her. Alter, das war in allen Bereichen lecker gerade. Es kommen immer ein paar zurück, das ist okay für mich. Wichtig ist nur, dass wir jetzt einen Scheiß machen und hier bleiben. Die werden wieder reinkommen hier. Deswegen sage ich ja, ordentlich und safe hinstellen. Da sind sie nämlich wieder. Guck mal. Ja, wir sind ein bisschen gerade zu weit draußen. Rein, wieder rein, 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 rein. Wir dürfen das jetzt hier nicht verlieren, so ein eindeutiges Ding. Die fliegen wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rein, rein, rein. Das Ding ist, wenn ich reinlaufe, dann schlachten die mich in der Zeit ab. Eigentlich muss ich die sogar machen lassen. Okay, weißt du, was dann das raus hier? Sehr gut. Wir haben sogar noch 25 Mann übrig. Das sind nicht wenig. Dass wir das noch gewinnen. Never ever hätte ich das gedacht. Okay, holt euch die hier drin, bitte. Einmal rein hier. So, die machen das doch hoffentlich da hinten oder mal rauf hier. Sind zwar Sperrträger, sind, ja doch, sind Sperrträger dabei, aber dürfen wir doch zu schaffen. Wissen oder nicht. Ja, komm, da fliehen sie auch direkt. Nimm's alle mit. Ich glaube, die wollen auch durchlaufen. Zu meiner Mitte da. Wollen wir natürlich nicht. Alter. Ich habe ja gesagt, das sind keine guten Truppen, die Pilger. Und er hatte sehr, sehr viele. Und es ist halt wirklich schwierig, durch ein einziges Tor reinzukommen. Ist einfach Fakt. Aber trotzdem, dass ich das gewonnen habe, das sah schon ziemlich unwahrscheinlich aus. Uiuiui. Frag, ey. Bin ich schon stolz drauf jetzt auf meine Armee da drin. Sehr gut. So, Prag wird nochmal belagert, das ist okay. Ja, jetzt ist Wien gerade ruhig. Jetzt wollte ich Truppen gerade hochschicken von Wien, aber jetzt ist Wien wenigstens gerade mal ruhig. Ah. König im Safe ist noch jung genug, um diese Armee hier auf jeden Fall zu tragen. Ein bisschen angefressen ist die, aber das ist okay. Gehst nach Nürnberg. Kannst auch den angreifen und ein paar Truppen von Innsbruck noch nehmen. Ist mir wurscht. So. Guck mal, die Armee kommt jetzt auch nach oben. Das lief phänomenal. Die Polen haben sie nicht geschafft. Ich freue mich. Hier sind, ja gut, hier ist ein Ungarn-Typ. Das ist jetzt nicht weniger geil. Ich stelle mir hier drei Sperrträger, um den hier Trabesund nochmal ein bisschen sicherer zu machen. Und schon ist das Geld wieder weg. Befehle, mein Herr. Ich überlege tatsächlich loszulaufen von hier. Vorwärts. Ja. Wir versuchen es, wir gehen nach Bordeaux. Schlage das Lager auf, Herr. Angers. Drei Männer drin, drei Truppen. Er hat gesagt, drei Männer. Lustig wär's. Ups. Ja, komm, wir machen's. Das ist eine schöne Partie für uns. Deswegen werden wir Folgendes machen. Und ist da wieder Ruhe. Und hier stellen wir was her wieder. Ist halt echt Micromanagement, aber es klappt ja. So, darf ich die hier rausbewegen? Oder ist das ungern gesehen? Es ist gern gesehen. Sehr schön. Nächste Runde. Okay. Okay, dass die Armee jetzt hier aus dem Nichts kommt, eine riesige Franzosenarmee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall zurückziehen. Das schaffen wir nicht. Nope, Sir. Ah, natürlich kriegt er mich. Das schmeckt mir jetzt auch nicht. Wir haben nicht allzu wenig Truppen, aber die haben halt wirklich viele. Wenn ich direkt straight auf den General raufgehe und die halt wirklich erst spät angreifen lasse. Einmal Sperrträger, oder zweieinhalb, eher gesagt. Ah, könnte zu schaffen sein. Aber da muss die Angriff, da muss die Strategie jetzt hier aber ordentlich funktionieren, Alter. Fuck. Alter, wie dunkel, sag ich. Wie neblig soll es denn noch sein? Ja.
Wir schicken sie alle hier lang. Ein bisschen geballt angreifen. Also jetzt ordentlich aufteilen ist, glaube ich, nicht klug. Aber ich lasse ich hier. Start. Ups, Start. Ja, wir haben den High Ground, aber sie kommen hochgelaufen. Sprich, wir müssen eigentlich jetzt gleich schon kämpfen. Gehen wir ein bisschen nach hinten. General ist hier. Ja. Komm, General, komm. Das sieht doch lecker aus. Greif mich doch an. Mann. Ja, genau. Greif mich an. Genau das will ich. Die sind jetzt hier richtig am Sack. Dann wollen wir mal. Mit der Kavallerie muss ich jetzt halt hintenrum aufräumen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den General. Die haben ihn gut abgekapselt, so ist es nicht. Die ersten fliehen, das wundert mich nicht. Holt ihn euch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Jetzt brauche ich euch. Alle sind weg. Okay. Oh. Oh. Das muss ein Ansturm werden, der im Buche steht, Alter. Ein richtig krasser. Die sind alle schon relativ verteilt, die Gegner. Den kannst du ja so gut aufräumen jetzt hier gerade noch. Nicht zu weit verteilen. Sehr gut. Auf da. Okay. Ah, okay, die halten hier länger durch. Im Recht sein. Sehr gut, die Speerträger fliehen. Du musst jetzt von unten kurz mal reinballern. Okay, alle fliehen, Alter. Und das... Oh. Das hat das Spiel länger nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich glaube, in diesem Let's Play gar nicht. Es hakt. Es hat sich aufgehängt. Das hatten wir jetzt schon in den anderen Let's Plays gehabt. Oh, das ist ärgerlich. Vor allem jetzt, wo wir die Schlacht gerade gewonnen haben. Na gut. Ja, Leute, ich muss einen Cut machen. Anders geht das hier nicht. Oder wir machen es anders. Ich hänge diese Folge noch jetzt hier die Hälfte noch an die andere ran. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge von Medieval 2 Total War wieder. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Machst du nichts. Aber es gibt jetzt zum Glück auch den Autospeichermodus. So ist es ja nicht. Das heißt, wir sind vielleicht eine Runde zurück. Eine Runde müssen wir nochmal neu machen, aber das ist okay. Na, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und haut rein.